VW oder Tesla? Tesla hat gestern am 10.10. sein neues Robotaxi vorgestellt und VW hat seit 2022 einen neuen CEO und möchte seine Strategie ändern und Werk schließen. Welche ist die bessere Aktie? Mehr dazu und meine Analyse findest du in der Folge. Also bleib dran. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wiesinger Investment Podcast Börse ohne Blabla. Mein Name ist Klaus und heute geht's um Volkswagen und Tesla. Denn Tesla hat ja heute, also ich nehme das heute am das Video am 10.10. auf, sein neues vollautonome Fahrzeug veröffentlicht, dass es 2027 oder vor 2027 kommen soll. Es hat kein Lenkrad mehr, es hat keine Pedale mehr und so soll das vollkommen autonom fahren. Und ab 2025 soll es wohl eine Zulassung für Texas und Kalifornien geben, dass die Autos dort, die schon draußen sind, wie der Model 3 oder Model Y, dort autonom fahren dürfen. Er hat aber auch gesagt, dass erst ab Hardware 4 eben das Full Self-Driving geben wird, also ab Modelle, die ja Anfang 2023 verkauft wurden. Außerdem wurde ein sehr cooler Robo-Van vorgestellt, der bis zu 20 Personen mitnehmen kann, aber da wurde kein Launch Date genannt. Und der Tesla-Bot wurde gezeigt und er konnte sogar Getränke ausschenken an der Bar und tanzen natürlich, wie immer, was machen hatte. Aber es gab auch Kommunikationen zwischen den Gästen, die beim Event dabei und den Tesla-Bot. Also er konnte da schon ziemlich viel. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Es war eher das Highlight als eben das Robotaxi, weil das Robotaxi kommt ja erst doch. Ja, 2027. Was gibt es bei VW Neues? So neu ist es gar nicht, aber es gibt einen neuen CEO, den Herrn Blume, der seit 2022 eben CEO ist, aber schon seit 1994 im Unternehmen, somit sehr viel Erfahrung im Unternehmen hat, was ich sehr gut finde. Und er möchte eben Werke schließen, weil die teilweise noch eine Auslastung von 20-30% haben. Das sind zwei Werke in Deutschland. Somit müssten Leute entlassen werden. Das tut mir sehr leid. Aber man muss eben schauen, dass man ins Richtige investiert. Und wenn die Auslastung nicht da ist und die Nachfrage, dann muss man da was tun, da kann ich ihn vollkommen verstehen. Aber er hat hier Herausforderungen mit der Politik. Die wollen eben die Mitarbeiter nicht gehen lassen. Die IG Metall ist auch sehr stark und will eben, dass hier die Mitarbeiter weiter angestellt sind, weil es Managementfehler waren, die den Konzern dorthin geführt haben. Keine Frage, waren das Managementfehler. Aber was hilft es einem, wenn man die Arbeitsplätze dann mit Steuergeldern aufrechterhält? Das haben wir damals bei Opel schon gesehen und Opel wurde dann danach ja an PSA, an Peugeot und Renault verkauft. Also gibt keinen Sinn. Er will das Unternehmen gesund schrumpfen und eben ja dieses Geld, was er damit einspart, für Technologie verwenden. Und da gehe ich dann später noch drauf ein. Also Blume hat auch eingesehen, dass eben nur noch zukünftig Elektrofahrzeuge gibt und dass eben die Technologie sehr wichtig ist. Und wir sind auch bei den Elektrofahrzeugzulassungszuwachs in USA, China, EU und Japan. Gab es hier von 2019 bis 2023 doch einen starken Zuwachs und es wird noch weiter wachsen. Wir sind als Europa da ja an zweiter Stelle mit E-Fahrzeugen, die wir haben. Weit voraus China, wer hätte das gedacht? Ja, die sind da auch schon mit einigen Autobauern sehr weit voraus, mit sehr, sehr weit mit der Technologie auch schon sind. Und was auch ein Riesenthema ist und sehr wichtig ist, autonomes Fahren. Und da sehen wir, die Vorreiter sind Waymo, Baidu und Tesla. Ich habe auch da ein Video darüber gemacht, das verlinke ich euch mal gleich hier oben. Da könnt ihr mal reinschauen. Da bin ich auch die Technologien, die verschiedenen durchgegangen und habe auch ja, die deutschen Autobauer mal unter die Lupe genommen. Was auch noch den Markt beeinflusst, ist der Zoll. Also die USA hat jetzt einen Zoll für E-Fahrzeuge aus China erhoben, also über 100%. Die EU hat jetzt nachgezogen mit bis zu 35,3% an Zöllen auf E-Fahrzeuge aus China. Grund ist, die werden vom Staat gestützt und somit ist es Markteingriff und deswegen wollen die eben ja dort Zölle einführen. Was das früher oder später wahrscheinlich für die deutschen Autobauer heißen wird, dass China auch Zölle einführen wird und somit auch weniger Autos in China verkauft werden. Damit müssen wir rechnen, ist bis jetzt noch nicht passiert. VW und Tesla, ja, wie sieht es denn von der Größe der Unternehmen aus?
VW hat ca. 200.000 Mitarbeiter, davon sind 120.000 in Deutschland. Tesla hat um die 100.000 Mitarbeiter. Der Umsatz wird wohl voraussichtlich im Jahr 2024 322 Milliarden werden, laut Schätzungen von VW und von Tesla 99 Milliarden. Das heißt, der Umsatz ist nur ca. ein Drittel oder weniger als ein Drittel gegenüber VW. Und man sieht an den ausgelieferten Fahrzeugen, wir haben seit 2019 einen Abwärtstrend bei VW. Sie liefern aktuell so 9 Millionen Fahrzeuge aus. Aber es ist ganz gut wieder 2023 für sie gelaufen. Und wenn wir es jetzt mit Tesla vergleichen, also wir haben hier den 12-Monats-Trend aufgezeigt. Und im Jahr 2023 waren es ca. 1,8 Millionen Fahrzeuge, die sie ausgeliefert haben. Aber man sieht diesen schönen Uptrend. Aber die letzten zwei Quartale liefen nicht allzu gut in der Auslieferung von Fahrzeugen, liegt auch durchaus an der Nachfrage, weil die Produktion läuft ganz gut bei Tesla. Die E-Mobilität ist immer ein wichtiges Thema und dazu gehört auch die Reichweite. Der ADAC hat getestet und der ID.4 von Volkswagen hat zum Beispiel dort realistisch 385 Kilometer geschafft und der Tesla 3 in der größten Version 470 Kilometer an Reichweite, also mittlerweile schon ganz gut. Also da hat Tesla auch die Nase vorne, aber ich glaube, zukünftig werden auch die anderen Autobauer dort ja längere Reichweiten schaffen. Also es gibt ja auch von Mercedes schon ein Fahrzeug und auch von der Audi A6, der schon sehr hohe Reichweite schafft. Ein großes Thema ist auch immer wieder das Laden und beim Laden ist so, dass 2025 Volkswagen ja mittlerweile dann einige an Ladesäulen zusammen haben möchte, also in USA, China und Europa. In Europa sollen es 18.000 Stück sein. Das machen sie zusammen mit Partnern, also nicht alleine. Und Tesla hat bereits ein Supercharger-Netzwerk, also jetzt bereits mit über 50.000 Superchargern weltweit, also haben da ein eigenes Netzwerk und das ermöglicht auch ja das schnelle Laden von den Fahrzeugen und macht es natürlich für den ja, Konsumenten, für den Tesla-Besitzer einfacher, dort auch längere Strecken zu fahren und dann auch zwischendrin mal schnell zu laden. Also 275 Kilometer gibt Tesla aktuell mit an in 15 Minuten geladen. Und zum autonomen Fahren, wenn wir schon bei der Technologie sind und bei der Elektrifizierung, Tesla hat Full Self-Driving, das ist ihre eigene Technologie, hat ein End-to-End-AI-Netzwerk, also ein neuronales Netz, hat die Version 12 rausgebracht, was eben die neue Technologie ist, die selbstständig lernt, verwendet aber dafür nur Kameras, also das heißt, die Daten nur von Kameras werden ausgewertet, weil Elon Musk meint, das ist die beste Möglichkeit, weil wir sehen ja im Endeffekt auch nur und haben keinen LiDAR-Sensor oder so an uns angebracht am Körper. Und er verwendet auch sehr, sehr viele Tausende an NVIDIA-Grafikchips, um eben diese Daten, die die Autos aktuell schon sammeln, zu verarbeiten und eben sein System zu verbessern. VW macht das anders. Zum Beispiel, es gab ein Audi-Projekt, das hat Artemis geheißen, das wurde auf Eis gelegt. Dann gab es ein Trinity-Projekt im Konzern, was eben direkt auf Level 4 autonomes Fahren gehen sollte. Also es ist voll autonomes Fahren, wo man keinen Fahrer mehr braucht, aber man hat noch ein Lenkrad und auch Pedale, man kann noch dahinter sitzen. Das wurde gestoppt und jetzt fahren sie eben fort mit Carrier, das ist eine Tochter von VW. Sie arbeiten an Level 2 und Level 3 autonomen Fahren, wo jetzt Tesla eben gestern schon das Robotaxi vorgestellt hat. Ob das jetzt wirklich so ein technischer Vorsprung ist, wage ich zu bezweifeln, da ist Tesla viel weiter. Ich weiß, Tesla hat jetzt keine Zulassungen zu Level 3, zum Beispiel hier in Europa. Aber ich habe hier ein paar Videoausschnitte in meinem letzten Videotest über Tesla gezeigt. Das werde ich euch auch in die Beschreibung geben, wie ein Tesla bereits bei verschiedenen Fahrmanövern reagiert. Und hier mit Carrier, das setzen sie eben auf Kameras, LiDAR-Sensoren und Radarsensoren, also mit mehr Sensoren ausgestattet. Und denken, dass es so besser läuft. Es ist mit Mobileye kein End-to-End-AI-System. Es ist ein AI-System, aber es wird da auch noch Code mit dabei sein. Mehr dazu, wie gesagt, in meinem anderen Video. Die haben 6.000 Mitarbeiter. Carrot ist eine direkte Tochter. Durchaus strategisch sehr gut aufgesetzt. Meiner Meinung nach, dass man das jetzt ein eigenes Projekt daraus macht. Dann noch die Technologiestrategie. Also sie waren ja sehr weit zurück.
VW, es hat mir mal dieses Announcement, ich glaube 2019 war das oder 2020 gegeben, als ein Techniker sich die beiden Konzerne angesehen hat, beziehungsweise Autos von denen, und eben hier gesagt wurde, dass VW 2 bis 3 Jahre an Rückstand hat von der Technologie. Deswegen hat VW jetzt auch Rivian mit investiert und hat hier ein Joint Venture gegründet, um eben elektrischen und elektronischen Architektur voranzubringen. Und das ist durchaus eine Idee hier, sich etwas zuzukaufen. Sie möchten hier bis auf 4 Milliarden US-Dollar Investment erhöhen und dort auch Entscheidungen mit treffen können. Ja, aktuell hat eben Rivian eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden. Somit würde ein Großteil auch hier Volkswagen gehören zukünftig, wenn die 2025 und 2026 stattfinden weitere Investitionen. Hat auch noch einen anderen Investor, und das ist Amazon, und die haben um die 15% der Anteile. Und ja, Amazon Prime fährt ja mit diesen Rivian Transportern bereits rum. Außerdem hat VW hier eine Partnerschaft mit XPeng abgeschlossen, um eben hier Autos zu entwickeln für China, also für 2 E-Fahrzeugen. Also auch durchaus ein guter Ansatz, weil China ist ja ein großer Markt gerade für E-Fahrzeuge. Das ist eben die neue Strategie von VW, also zum einen Mechatronics, also man soll eine Plattform bauen, eine Scalable System Plattform, dann Software soll dazukommen, die eben von Cariad kommt, Battery and Charging, das heißt, man soll ein gutes Netzwerk haben, und die Mobility Solution, das bedeutet, sie möchten zukünftig auch eben anbieten Shared Car Services und Ähnliches, das soll zukünftig Umsatz bringen und Grundlagen für eben dieses zukünftige Geschäftsmodell sein. Und eben Cariad arbeitet eben an dieser technologischen Plattform zusammen mit Mobileye, wie vorhin schon erwähnt, aber auch Bosch ist dabei, Qualcomm. Ist durchaus eine Idee, das so zu machen. Ich glaube, sie brauchen dort auch Unterstützung, weil Volkswagen ist einfach kein Technologiekonzern. Die sind als Konzern, als Autobauer gewachsen und haben hier dementsprechend ihren Fokus drauf gehabt, und es könnte super gut. Also ich fahre ja auch ein Fahrzeug vom Konzern und bin super zufrieden damit. Aber sie haben eben technologisch von den Systemen einen großen Nachteil, denn sie haben keine One Scalable System Plattform, sondern das möchten sie einführen. Das ist die Zukunft, dass sie alle Brands eben auf eine Plattform geben und somit dann Apps entwickeln können und eben die Schnittstellen einfach machen und zum Beispiel auch, wie es Tesla bereits macht, die Over-the-Air-Updates, was ich eine sehr coole Idee finde, um neue Funktionen hinzuzufügen. Genau, und dort eben die Mobility-Offerings einfach mal hochzuladen und zu schauen, was kann VW da noch anbieten, Flottenmanagement für verschiedene Taxidienstleister vielleicht, und wenn das autonome Fahren vielleicht zukünftig auch bei Ihnen funktionieren sollte, also Sie sind ja doch einen Schritt zurück, dann ist es sinnvoll, wenn man das natürlich auch bereits vorbereitet hat. Und so soll der Umsatz 2030 auch Großteil von Software kommen und auch von den Batterien, die Sie eben vermarkten. Und somit sollte auch der Umsatz exorbitant ansteigen. Laut den Aussagen ist jetzt eine sehr umfangreiche Strategie, was sie alles verändern müssen und wie viele Partner sie haben. Wenn wir uns jetzt einfach mal Tesla dazu anschauen. Also Tesla hat alles aus einer Hand. Wir haben zum einen das Auto, wir haben zum anderen sogar Versicherungen, die Tesla anbietet. Und auch gerade beim vollautonomen Fahren ist es wahrscheinlich ein großes Thema, dass Versicherungen nicht mitmachen, und es ist super cool, dass das auch selbst anbietet, die Teslas auszuleihen und freizugeben für Taxi-Services, wenn das Full-Self-Driving funktioniert. Funktioniert ja dann zukünftig bei allen, Anfang 2023 gebaut wurden. Und ja, sie entwickeln selbst das Full-Self-Driving, eigene Chips, eigene Hardware, eigene Software, eigenes Rechenzentrum, wo sie es entwickeln, beziehungsweise verwenden dort Amazon Web Service dazu, haben ihr eigenes Netzwerk fürs Laden, also durchaus echt ein cooles, richtig cooles Netzwerk und coole Strategie, die halt einfach schon so funktioniert und etabliert ist. Außerdem haben sie auch für China eine Partnerschaft mit Baidu, werden sie eingehen, um eben dort die Autos zu verkaufen, und haben auch jetzt auch die Maps über Baidu bekommen, dass sie so zukünftig auch Full Self Driving in China anbieten können. Das autonome Fahren wird somit viel schneller zur Verfügung stehen, auch auf anderen Kontinenten. Ich hoffe, zu uns kommt es auch.
Er hat nämlich auch heute in der Präsentation erwähnt, dass ja pro Kilometer man so mit 20 bis 30 oder pro Meile mit 20 bis 30 Cent rechnen kann. Also wenn das bei uns dann 20 bis 30 Cent pro Kilometer kostet, ist es meiner Meinung nach extrem günstig und ich würde mir zum Beispiel kein Auto mehr kaufen, weil es keinen Sinn mehr gibt und würde mich lieber chauffieren lassen und nebenbei irgendwas anderes machen, Netflix schauen oder coole YouTube-Videos zum Beispiel hier auf dem Börse oder im Blabla-Channel. Der war auch super aufgelegt. Wie schaut es denn mit den Zahlen aus? Also wir haben hier Tesla und Tesla hat ein Net-Income von 2,7 Milliarden an US-Dollar im Q2 2023 gemacht und eben VW hat ein Earnings After Taxes von 3,7 Milliarden gemacht und man muss bedenken, wir haben viel mehr Umsatz, wir haben jetzt dreifach an Umsatz, was eben Volkswagen macht und beim Free Cashflow sind wir bei Volkswagen im letzten Quartal negativ gewesen und seit diesem Jahr auch negativ, also und Tesla ist positiv beim Free Cashflow, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Für das Unternehmen, wir haben hier auch kaum Schulden, gerade mal von 12 Milliarden und bei VW von über 250 Milliarden an Euro Schulden. Das ist schon echt enorm. Naja, schauen wir uns mal die anderen Zahlen an, wie es KGV und KUV. Also bei VW haben wir ein KUV von 0,14, was unglaublich günstig ist und ein KGV von 4,04 und erwartet wird 2026 ein KGV von 2,8. Sehr, sehr günstig bewertet, aber wir haben ja auch meiner Meinung nach kaum Zukunftsaussichten für das Unternehmen. Es müssen große Investitionen getätigt werden. Ich gehe später noch mal im Fazit drauf ein. Man bekommt aktuell 8% Dividende. Meiner Meinung nach, wenn die Dividende so hoch ist, ist ein Indikator. Keine gute Aktie ist, gerade weil eben das Unternehmen super hoch verschuldet ist. Ja. Bei Tesla sieht es anders aus. Wir haben hier ein KUV von 7,8. Die Aktie ist sehr hoch bewertet. Ein KGV, ein aktuelles von 2024 von 99,5. Was 2026 auf 52,2 fallen soll, auch für einen Technologiekonzern teuer. Aber ich bin ehrlich gesagt in Tesla investiert. Ganz wichtig, das ist hier keine Anlageberatung, das ist nur meine persönliche Meinung. Und ihr müsst selbst wissen, ob ihr in die Aktie investiert und die Risiken eingeht, macht eure eigene Evaluierung. Das Fazit, also wir haben Herausforderungen bei Volkswagen von der Politik, teilweise ist ja das Land investiert in die einzelnen Werke von Volkswagen und hat da wirklich mitzubestimmen. Das heißt, dessen CEOs sind die Hände gebunden. Es fällt ihnen schwer, Mitarbeiter zu entlassen und Werke zu schließen, um das Geld zu nehmen, um neue Investitionen für die Digitalisierung oder Technologie zu investieren. Also das steht aktuell still. Und dann, dass sich der CEO mit sowas herumschlagen muss, ist natürlich eine Tragödie. Denn nämlich, er kann sich jetzt wirklich nicht um andere Sachen kümmern, die wichtiger sind. Also wirklich gute Autos zu bauen mit super Technologie drin, eine Plattform und auch mit diesen Tochter näher, besser zusammenzuarbeiten, Cariad, und das wirklich zu pushen, dass sie zukünftig auch nicht nur gute Autos bauen, sondern auch die Technologie dazu liefern. Und da haben wir bei Tesla den großen Vorteil, Technologie ist einwandfrei. Die Autos, da streiten sich viele darüber, Spaltmaße etc. oder wie sie eben aussehen. Ich bin jetzt auch kein großer Fan vom Aussehen der Autos, aber die Technologie dahinter ist einfach gut. Diese Over-the-Air-Updates sind super, dass man die kostenlos bekommt. Full Self-Driving, da sind sie echt weit. Und ich finde es immer noch toll, dass sie da einen anderen Ansatz haben als viele andere Autohersteller und dass sie eben alles aus einer Hand haben. Ich finde diese Strategie super, weil somit können sie das viel besser managen, machen viel mehr Gewinn und Bruttomarge und Marge auch an den Fahrzeugen und wissen genau, wo sie auch investieren müssen. Zudem, die Werke sind genau darauf abgestimmt, eben ja E-Fahrzeuge zu bauen. Es ist wahrscheinlich zu spät für VW, viel zu risikoreich, dort zu investieren. Wenn ich investieren würde, und ich bin in Tesla investiert, ich bin aber schon über 30% im Plus zum aktuellen Zeitpunkt, wäre die mir die Aktie zu teuer. Jetzt nach dem Tesla-Event fängt sie an zu fallen, weil die Investoren doch mehr erwartet haben. Vielleicht ist jetzt ein neuer Einstiegszeitpunkt da und man kann nochmal 10, 20, 30% die Aktie günstiger einkaufen. Ich bin aber nur mit einer kleinen Position drin, weil ja die Bewertung auch, wenn sie 20 oder 30% fällt, immer noch sehr, sehr hoch ist. Wenn es euch jetzt einen Mehrwert gebracht hat, könnt ihr mich ganz kostenlos unterstützen.
Gib mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Sonst wünsche ich euch viele Grüße aus Wien. Macht's gut. Ciao. Baba.